Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir müssen jetzt mal schauen. Wie gesagt, wir sind in der letzten Folge leider in dem blöden Dorf jetzt gestorben. Und wenn wir hier auf weiter drücken, ich hoffe, wir kommen auch wieder da raus. Und nicht wieder vorne beim, wo wir jetzt das Tor hier geöffnet haben, weil da müssen wir wirklich noch den Fußmarsch hier bis zu dem Dorf jetzt wieder machen, wo die ganzen Leute sich hier hinter Bäume, Steine und sonst was verstecken. Ich bin natürlich gespannt auf diesen Werwolf. Weil irgendwas muss es ja heißen und warte, bis die Nacht kommt und dann war noch irgendwas in der Beschreibung. So, wo geht's weiter? Ah, wir sind am Dorf, Gott sei Dank. Da müssen wir also nicht mehr von da vorne bis hierher laufen. Ja, wir nehmen uns jetzt erst wieder einen nach dem anderen vor. Also, die 4 Schuss bleiben. Ich finde aber trotzdem, dass das Spiel ein bisschen so laggy rüberkommt. Kann das sein? So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo hier wer war. Hier, glaube ich, war einer, oder? Es sind sogar 2. Ja, und irgendwie auf das blöde Fass hier können wir nicht schießen, ne? Besser gesagt, das bringt nichts. Dann komm erstmal du zu mir. So, der ist auch weg. Munition. Ah, gibt's sogar. So. Ja, dann können wir uns das mit dem Fass sparen. Können wir uns das wirklich mit dem Fass sparen. Also ich finde, so ist es normal. Sobald man nach oben schaut, hängt alles ein bisschen. Wenn wir nach unten schauen, ist es perfekt. Also hier muss auf jeden Fall noch nachbessern. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, dass er schon 2 Updates eigentlich rausgebracht hat, aber trotzdem läuft hier alles noch nicht ganz so rund in dem Spiel. So, einmal anschießen und dann nochmal 4-mal drauf. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Munition. Mal gucken, ob hier im Haus auch noch einer drin ist. Ja, und der kommt natürlich auch wieder durch die nicht geöffnete Tür. Das ist ja blöd, dass die nicht die Tür hier extra aufmachen müssen. Und das ist ein Geist, das kann man ehrlich gesagt auch nicht sagen, dass der hier... Ja, aber da ist doch noch einer. Ja. Eieiei, der betet und dann auf einmal steht er auf. Oder was der auch immer hier vorhat. So. Also hier haben wir schon mal gar nichts. Genau, und das ist ja das, was wir in der letzten Folge schon gesehen haben, wenn wir hier aus dem Fenster schauen. Verschwindet die ganze Umgebung. Da hinten ist auch nur einer. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir den treffen. Ah, das war daneben. Doch, wir haben ihn getroffen. Da hat man jetzt wirklich Glück. So, Munition. Ist jetzt hier irgendwo noch einer? Nee. Mal schauen, ob wir da auf die Entfernung treffen. Ja, diesmal treffen wir sogar. Das ist natürlich besser, wenn die von der Entfernung auf einen zulaufen. Da könnt ihr nämlich ganz beruhigt zielen. So, was ich auf jeden Fall natürlich noch weiß, ist, dass in irgendeiner Ecke einer drin gestanden ist. Von wo kommt jetzt der? Von hier. Genau, das war der mit seiner Armbrust. Und dann, glaube ich, kommt noch einer mit einer Hacke. Oder auch nicht. Doch, da ist er. Da ist er. Und genau, das ist das, was ich hier schade finde, dass man denen hier die Waffen nicht abnehmen kann. So, Musik hört nicht auf. Kommt noch einer? Ne, jetzt ist sie vorbei. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir irgendwie hier in das Fenster reinschauen können. Gibt's hier keins? Ah, hier. Genau, wo waren... Genau, hier ist er. Boah.
Also ich habe mir schon nur ein bisschen was gemerkt und das weiß ich. Wir haben es nämlich hier reingeschaut, da war nichts. Dann gehen wir hier rein und dann kam er aus der Ecke raus. So. M4 Munition. Pistolen. Ah, wir haben da noch 14 Schuss hier. Genau, und hier vorne sind noch jede Menge. Die laufen hier auf der Stelle, wie es ausschaut. Ist hier einer drin? Ne. Doch. Komm da erstmal her. Munition, ganz wichtig, brauchen wir. Was haben wir hier? Ah, Medikit, wir haben 3. Was ich natürlich blöd finde, ist, dass wir hier keine Gesundheitsanzeige jetzt irgendwie haben und ich nicht weiß, auch wenn jetzt hier die Umgebung ein bisschen rötlich erscheint, ob jetzt wir schon extrem angekratzt sind oder nur ein bisschen, ich habe keine Ahnung. Achso, mal kurz hier reinklotzen. So, hier ist auf jeden Fall schon mal leer. Ich hoffe es, ja. Das haben wir auch. So, 23 Schuss ist ein bisschen wenig. Wir werden jetzt trotzdem mal zum M4 gehen. Haben 50 Schuss insgesamt. Machen wir es einmal so. 4, 5, 6, 7, 8. Also ihr seht, 8 Schuss brauchen wir für so einen Typen. Das ist ja das, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, was ich halt nicht verstehen kann. Dass wir mit dem Sturmgewehr mehr Munition brauchen, wie mit einer Pistole. So, hier ist auch noch einer drin im Haus. Machen wir es einmal so. Ich glaube, das haben wir jetzt Glück gemacht. Nein! Oh mein Gott. Mist! Jetzt dürfen wir nochmal alle spielen. Also ich glaube, ich werde das Medikit jetzt früher nehmen. Jetzt haben wir 3 Schuss gebraucht. Also vielleicht hilft es ja trotzdem was. Vielleicht um einer Kugel, wenn wir hier nur auf den Kopf ziehen. Jetzt lassen wir den erstmal kommen. Einmal Kopf. Zweimal Kopf. Nee, bringt auch nichts. Haben wir trotzdem 4. Was ich natürlich nicht verstehe, ist hier mit diesem roten Fass, warum das nicht explodiert. Es explodiert nicht. Na komm her. Also ein bisschen mehr Speicherpunkte wäre natürlich schon nicht schlecht. Jetzt tötet ihr zum Beispiel 10 Gegner und dann müsst ihr alles nochmal spielen, wenn ihr hier nicht mal stirbt. So, und jetzt sind wir nämlich schon wieder ein bisschen rötlich. Aber ich werde jetzt trotzdem noch kein Medikit nehmen. Das wäre nämlich, glaube ich, jetzt verschwendet. So, in dem Haus ist keiner drin. Jetzt bin ich eh durcheinander. Ich glaube, da waren doch welche drin. 1, 2, 3. So, den da hinten nehmen wir auch gleich mit. Komm her. Was hier natürlich cool wäre, wäre eine Sniperwaffe oder irgendwas. So, jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Wir schauen jetzt nochmal vorsichtig hier rein. Doch, der ist nämlich noch hier. Und der ist auch noch hier. Jetzt werden wir trotzdem mit der Waffe hier. Jetzt müssen wir schnell hier rein. Vorhin war keine Munition hier. Dass dann die Tür nach außen aufgeht. Ah, jetzt haben wir was. Muss man eigentlich immer die richtige Position finden, damit wir es aufnehmen können. So. 38 Schuss. Pistole. Wo war jetzt das eine Medikit hier? Ach genau, das war hier. So, jetzt kommt nämlich der mit seiner Armbrust hier wieder. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in Deckung.
Erwischt hat er uns schon. Jetzt kommt der mit seiner Axt gleich. Wo ist der? Ah, hier hat er sich versteckt. Jetzt werden wir auf jeden Fall das Medikit hier nehmen. Auf H. So, und hier ist es nämlich so. Genau das habe ich nicht befürchtet. Wenn wir nicht das Medikit nehmen, können wir auch nicht schießen. Also passt auf, wenn ihr das Zeug nehmt. Jetzt mal schnell hier reinglotzen. Ach, da war ja der wieder. Nein, ich vergesse den jetzt mal hier hinter dieser... in der Ecke. Keine Munition. Nehmen wir erstmal den. So, das war der hier. Wie gesagt, wir haben zwar noch eine Granate, aber bei einer einzelnen möchte ich die jetzt eigentlich nicht verschwenden, ne? Hier war doch auch noch einer drin. Ja, jetzt kommt er. Schnell zurück. Nein! Oh! Das war knapp. Gleich das Medikit. Einen Schuss haben wir noch für die Pistole. Hey, wären wir jetzt wieder gestorben, glaube ich, hätte ich die Tastatur aus dem Fenster geschmissen. So, hier haben wir noch ein Medikit, das brauchen wir. Ich hoffe, das war der einzigste hier in dem Haus. Mal hier schauen. Ja. Auch keine Munition. Dann werden wir jetzt erstmal auf den hier schießen. Sieben Schuss, ey. Einen zum Anlocken und sieben zum Töten. So. Vor allem schaut mal an, wie groß dieses Dorf eigentlich noch ist. Und wenn wir erst speichern, wenn wir hier durch sind, dann... Boah. So, jetzt aber schnell erstmal zurückrennen. Das hier. So, wie viel sehen wir jetzt hier hinten noch? 1, 2, 3. Da ist einer, sind 4, 5, 6, 7, 8. Boah. Ey, das sind schon viel. Jetzt lass bitte hier kein mehr drin sein. Ne. Da ist sauber. Aber ganz ehrlich, eindeutig viel zu wenig Munition. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal hier wieder einen anlocken, dass der zu uns kommt. Nehmen wir mal den hier. Es kann doch nicht sein, dass mir so viel Munition braucht für die Leute. Nehmen wir mal einen. Kommt aber nur einer, ja. Hey, wie soll man denn das mit dieser bisschen Munition schaffen? Schaut mal an, wie viele Leute hier hinten stehen. Nehmen wir mal den. So, 21 Schuss haben wir noch. Da ist auch noch einer. Zehn Schuss. Ich weiß jetzt gar nicht, waren wir jetzt in dem Haus hier schon drin? Ja. Ich hoffe. Da, jetzt kommt schon wieder einer.
Jetzt haben wir nur eine Patrone. Müssen wir zur Pistole übergehen. Was liegt denn hier? Baumstamm. Ist in dem Haus jetzt noch einer? Da ist auch einer. Also das Flackern hier ist halt wirklich Mist. Okay, wenn wir natürlich zwei Munitionsbäckchen kriegen, ist natürlich noch schöner. So, da ich das jetzt wirklich nicht mehr weiß, müssen wir dann trotzdem mal hier hingehen. Ha, wir kommen hier gar nicht durch. Hier. Ob ich jetzt in die... Ne, die spawnen ja wieder. Ja, es kann doch wirklich sein, dass ich hier wirklich noch nicht war. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass die wieder spawnen hier. Doch, ich war im Haus schon drin. Schau her, die Tür ist offen. Ja. Müssen wir uns mal trotzdem umschauen, ob hier auch noch irgendwo Munition liegt. Aber ich glaube, schaut nicht so aus. Nee. Hier war man. Mal vorsichtig hier hingehen. Ach so, hier waren wir ja auch schon drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Boah, schaut mal, wie viele da hinten laufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da läuft nur einer, sind sechs. Dass nicht diese roten Fässer hier nichts bringen. So könnte man wenigstens natürlich, wenn hier einer vorbeiläuft, den schon gleich wegrotzen. Ach, da muss man auch so oft drauf schießen. Okay, dann hoffen wir mal. Ist da irgendwo ein rotes Fass? Nö. Ja, Mist. Gibt's hier Munition? Ne. Ja. Sag mal, wie viel kommen denn hier aus dieser Kirche raus? Hey, wo kommt der jetzt her? Nein! Hey Leute, es kann doch nicht wahr sein. Wir sind schon wieder tot. So, wir gehen jetzt mal weiter und schauen, wo wir anfangen müssen. Bestimmt wieder am Anfang von Dorf. Schaut mal hierher. Das kann doch nicht sein, wenn wir jetzt hier... Aber wenn wir fast das ganze Dorf durch sind und wenn ihr stirbt, fangt er genau wieder am Anfang an. Also da hätte sich eigentlich... Da, wo wir jetzt zum Beispiel waren, das war mindestens über die Hälfte... dort einen Speicherpunkt machen sollen. Also so, glaube ich, wird man dann ganz, ganz schnell die Lust und Laune an dem Spiel verlieren. Wenn ihr jetzt da hingeht, ja, gute Hoffnung, den da vorne schieße ich jetzt ab und auf einmal steht schon neben euch einer. Also, da müssen wir auf jeden Fall schauen. Mir reicht es auf jeden Fall für heute erstmal mit dem Spiel. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich hoffe natürlich, dass wir dann endlich mal durch dieses Dorf hier durchkommen. Oder wir schauen erstmal, ob wir uns irgendwie ein bisschen durchschleichen können. Aber das wird auch nicht gehen, weil wenn wir uns durchschleichen, dann lassen wir ja die ganze Munition in die Häuser zurück. Und ich glaube, dass wir die dann sowieso irgendwann mal brauchen. Werden wir sehen, aber das erst in der nächsten Folge. Euch nur einen schönen Tag, macht es gut, tschüss.